Der notorisch rote Kimono in Ihrer Tasche, Mademoiselle. Also, ich muss doch sehr bitten. Mademoiselle Davenham, ich muss Sie fragen, warum Sie mich vorhin belogen haben. Sie belogen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch nie in Amerika waren. Wie kommen Sie darauf, dass ich doch dort war? Ich habe eine Information erhalten, wie die englische Polizei sagt. Sie haben die Tatsache verschwiegen, dass Sie im Armstrong-Haushalt lebten. Und was, wenn ich fragen darf, soll ich dort gemacht haben? Sie waren die Gouvernante von Helena Gilbert, der jüngeren Schwester von Mrs. Armstrong. Und Sie wären zweifellos später auch die Gouvernante von Daisy geworden. Sie haben mich offenbar durchschaut. Und der Grund für diese Lügen? Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Sie wissen doch, wie schwer es für eine Frau ist, eine vernünftige Anstellung zu bekommen. Ich war im Zusammenhang mit einem Mordfall festgenommen und verhört worden. Glauben Sie, dass auch nur eine nette, bürgerliche Engländerin eine Frau mit solchen Referenzen als Gouvernante ihrer Töchter einstellen würde? Selbst wenn sie keine Schuld traf, es war in der Öffentlichkeit bekannt. Ja, es ist ja schon schwer genug, es im Leben zu etwas zu bringen, oder? Ohne diese zusätzliche Last. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich dachte schon, dass Sie das verstehen würden. Ich bin die fleißigste Gehilfin im Büro. Trotzdem habe ich den niedrigsten Lohn. Und ich mache mir schon Sorgen, wie mein Arbeitgeber Monsieur Booth reagieren wird, wenn er von der Lawine erfährt. Vom Monsieur Poirots Unfall, von dem Mord. Ich bin nicht schuld, aber... Aber irgendwie werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Es ist nicht fair. Aber so ist es eben. Sie hätten helfen können, die Ermittlungen voranzubringen. Wie denn? Ist es möglich, Mademoiselle Davenham? Bitte nennen Sie mich Mary. Mary. Ist es möglich, dass Sie Gräfin Andreny nicht erkannt haben? Sie erkannt? Aus den Gesellschaftsseiten, meinen Sie? Sie ist Helena Gilbert, die jüngere Schwester, die Sie in New York unterrichtet haben. Helena. Es stimmt. Sie kam mir irgendwie bekannt vor. Es hat mich verwirrt. Aber sie sieht jetzt so anders aus, so elegant. Wie hätte ich in ihr eine kleine amerikanische Schülerin sehen sollen? Ich gebe zu, ich habe ihrer Kleidung mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ihrem Gesicht. Und ich hatte meine eigenen Sorgen. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Antoinette, diese Wörter beziehen sich auf eine persönliche Angelegenheit. Ich kann sie Ihnen nicht erzählen, ich kann es nicht. Guten Tag, Mademoiselle. Es tut mir leid, ich bin noch nicht ganz fertig. Ihr Name ist Helena, nicht wahr? Nicht Elena. Sie sind Helena Maria Gilbert, nicht wahr? Die Schwester von Sonja Armstrong. Die Tochter von Linda Arden. Mademoiselle, ich möchte wissen, mit welchem Recht Sie... Nein, Rudolf. Es hat keinen Sinn, Mademoiselle Marceaus Worte abzustreiten. Es stimmt, Mademoiselle. Ich bin Helena Gilbert, die jüngere Schwester von Sonja Armstrong. Au revoir, Monsieur le Comte. Scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt.
Dr. Constantin? Ich dachte, Sie hätten mich vergessen. Benötigen Sie meine medizinische Fachkenntnis nicht mehr? Doch, darüber möchte ich mit Ihnen reden. Gut. Was haben Sie letzte Nacht gemacht? Letzte Nacht? Sie verdächtigen mich doch nicht etwa. Aber das ist absurd. Ich bin in Belgrad zugestiegen. Ich bin der einzige zahlende Fahrgast im Kurswagen Athen-Paris. Umgeben vom Arbeitspersonal. Die Türen zwischen meinem Wagen und dem Kurswagen Calais waren abgeschlossen. So, ich kann den Mord nicht begangen haben. Was ist das für ein Kongress, vor dem Sie in London eine Rede halten? Also, das ist die Internationale Ärztekammer der Gastroenterologen. Und warum wollen Magen-Darm-Spezialisten eine Rede über eine Krankheit hören, die bei neugeborenen Kälbern gefunden wird? Weil es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen... Ich meinte natürlich Anatomie. Konstantin, was hast du nur getan? Doktor, Sie haben uns belogen, was Ihre Qualifikationen betrifft. Sie sind Tierarzt, nicht wahr? Ja, ein sehr guter Tierarzt. Monsieur Poirot und ich haben uns auf Ihre Expertenmeinung verlassen. Mademoiselle Marceau. All die Widersprüche, die Todeszeit, die unterschiedlich kräftig ausgeführten Stichverletzungen. Der Mörder ist kräftig, aber nein, schauen Sie hier, der Mörder ist schwach. Er ist Rechtshänder. Nein, er ist Linkshänder. Haben Sie je überlegt, dass er in jeder Hand ein Messer gehalten haben könnte? Doktor, jetzt reicht es. Alles lässt sich mit der simplen Tatsache erklären, dass Sie sich nicht auskannten. Mademoiselle, meine Ausbildung war in der Humanmedizin. Ich wollte menschliche Krankheiten behandeln und Menschenleben retten. Aber dann... Ich stamme aus armen Verhältnissen. Ich hatte nicht genug Geld um mein Studium. Alles, was ich mir leisten konnte, war Tierarzt zu werden. Als Monsieur Poirot mir sagte, es gäbe keinen Arzt im Zug, sah ich eine Gelegenheit, mich zu beweisen. Nicht Ihnen gegenüber, verstehen Sie? Sondern mir selbst. Aber Ihre Aussagen? Ich schwöre Ihnen, meine Aussagen und Schlussfolgerungen wird jeder Arzt bestätigen können, der die Leiche untersucht. Außerdem, da ich gehandelt habe, als der Mord noch nicht lange zurücklag, habe ich vermutlich mehr gesehen als jeder Arzt, der erst Stunden oder gar Tage nach der Tat hinzugekommen wäre. Über meine Promotion habe ich tatsächlich gelogen. Aber nicht über meine Fähigkeiten. Sie können sich auf alles verlassen, was ich Ihnen gesagt habe. Ja. Selbst bei allen Widersprüchen ist der medizinische Befund korrekt. Ah, Sie sind wieder da. Haben Sie mir noch mehr zu berichten, Mademoiselle? Ach, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Der Fritz spielt sich jedenfalls als Privatdetektiv auf. Und das ist alles, was ich bis jetzt entdeckt habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir erfahren können. Gräfin Andrenis Geburtsname ist Gilbert. Kein typisch ungarischer Name. Ihr Akzent ist eher amerikanisch als ungarisch. Der rote Kimono ist in meinem Koffer aufgetaucht. Ich schwöre Ihnen, er gehört mir nicht. Oh, Mademoiselle, daran habe ich keinen Zweifel. Sie haben seinen Besitzer energisch verfolgt. Nein, das ist eine Herausforderung, verstehen Sie? Jemand wirft uns den Federhandschuh hin. Sehr gut, wir nehmen ihn auf. Gräfin Andrenis ist Helena Gilbert, die Schwester von Sonja Armstrong. Ja, es ist leicht zu verstehen, warum ihr Mann versucht hat, diese Tatsache zu verbergen. Was sie über den Armstrong-Haushalt erzählt hat, ist äußerst interessant.
Gehen Sie bitte die Punkte Ihrer Aussage durch, die Ihnen aufgefallen sind. Barnaby hat bestätigt, dass Colonel Arbuthnot mit Colonel Armstrong zusammen gedient hat. Oui, bei den Royal Northumberland Fusiliers, einem hochdekorierten Regiment. Barnaby hat herausgefunden, dass die Köchin der Familie Armstrong mit Nachnamen Schmidt hieß. Ihre Arbeitgeberinnen haben alle gesagt, dass sie eine hervorragende Köchin war. Dr. Konstantin ist Tierarzt. Der einzige Mann im Zug, der zur Beschreibung des unbekannten Feindes von Ratchet passt? Und das ist sein einziges Geheimnis? Ha. Pierre Michel hat keine Familie. Nie geheiratet, Eltern tot, seine Schwester, ihr Mann und eine Nichte beim Autounfall gestorben. Das genügt, um die Schwermut zu erklären, die ihn umgibt. Doch trägt er das Foto einer glücklichen Familie bei sich mit einer Frau und einem Kind. Das Kindermädchen hieß mit vollem Namen Suzanne Ferrier. Eine Französin, aber kein offensichtlicher Zusammenhang mit den anderen im Fall Verwickelten. Nun ja, es führt uns nicht jeder Hinweis weiter. Cyrus Hartman arbeitet seit fast 15 Jahren für McNeil. Ich frage mich, ob... Der Vater von Linda Ardens Kindern hieß Gilbert. Keine Ehe, aber Kinder. Die feine Gesellschaft ist oft gar nicht so fein, finde ich. Ich habe alle Teile. Jetzt muss ich sie nur richtig zusammensetzen. Très bien, Mademoiselle. Das haben Sie gut gemacht. Mademoiselle Marceau. Sie erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung über die Menschen unterschiedlichster Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, denen man beim Reisen begegnet? Ja, natürlich. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie oder wo eine solch gemischte Gesellschaft auch unter anderen Bedingungen zusammenkommen könnte. In Amerika? Oui, Amerika. Schmelzpfanne der Nationen. Schmelztiegel. Das ist die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe. Nur in Amerika könnte sich ein Haushalt aus so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen. Und was entdecken wir hier? Ein solcher Haushalt hat sich an Bord dieses Zuges wiedergefunden. Ein Haushalt, der vor 10 Jahren durch diesen Mann Ratchet zerstört wurde. Und so nähern wir uns dem Ende einer Reise. Bitte versammeln Sie unsere Mitreisenden im Salonwagen und bitten Sie außerdem Pierre und Dr. Konstantin zu mir. Ich werde Ihre Hilfe brauchen, um meine Person in den Salonwagen zu befördern. Sie wollen Ihre Lösung präsentieren? Ich werde 3 Lösungen anbieten. Sie, Mademoiselle, werden entscheiden, welche davon der Gerechtigkeit am besten dient.